Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist eine Woche später, Drop 2 steht an. This is my present from me to you for Christmas. This is for Christmas. I don't have a beard and I'm not Santa Claus, but I'm a cool guy. Also. Fangen wir an. Ja. Also, sind wir eigentlich noch im EMS-Traktor zu dem Zeitpunkt? Nee. Schade, weil es oder warte, nee, EMS. Boah. Doch, letzte Woche. Weil eigentlich hier Tuning-Thema passt perfekt. Das ist ein Auto, Suki, was wir alle sehr cool. Jeder kennt dieses Auto. Ja, ich liebe das Auto. Nee, jeder kennt das Auto. Ja, jeder kennt's. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die es hassen. Das stimmt. Also, ich glaube, du kannst es. Sie war aber auch wirklich. Keiner redet drüber, aber sie ist echt eine Maschine. Jeder fand die doch geil in dem Film. Jeder hat sich doch davon geträumt, so ein Tuning-Mädel kennenzulernen. Jo. Peter so? Ja. Mir wird der S2000 schon reichen, rein technisch. Also, ohne Waschung, da haben wir nochmal verwenden können, im passenden Farbton. Und hier ist in Stick. Das erste Mal auch. Ja, wir haben noch einen in dem Drop. Den lilanen. Ja, stimmt. In dem Drop, genau, vollflächig das Auto gestickt. Und auch das ist von Max gebaut. In so einem JDM-Style. Also genau. Ich glaube, wenn du JDM-Boy bist, ist das cool. Ist das dein ja, Shirt, auch wenn du den Film einfach nur feierst. Das auch. Ne? Also das ist schon Fast and Furious Style. Nächstes Shirt. Oh, das ist Faith. Das muss ich sagen. Hold the Time. Das ist mein Lieblingsshirt von allen Shirts. Da stehe ich auch jetzt. Also ich sage, es ist cool, oh, das ist mein Lieblingsshirt. Nein, das ist wirklich mein Lieblingsshirt. Also aus der Rutsche bei mir aber auch, muss ich sagen. Also. Okay. Echt gut. Weiß, ja. Mhm. Dann JP Performance vorne drauf. Ne? Automotive Lifestyle Clothing. Cool. Ohne Sprüche oder sowas. Wir haben hier passend den Grünton zu. Und jetzt finde ich am coolsten an dem Shirt. Mich kickt das Weißgrün ganz, ganz, ganz fies aus der Ecke raus. Also ich finde das Shirt richtig, 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 richtig geil. Voll. Und für alle, die Cossis mögen, ist das auch noch ein way to go. Ne? Also ich fühle dieses Shirt brutal. Ich finde, wir sollten nochmal was machen mit Weiß-Grün. So. Ja. Und ich finde, No Limits ist ein Spruch, den kann man noch. Der ist noch fit. Der ist noch fit. Ja. Ja. Der ist nicht so, der ist nicht so unter so einem Instagram-Lifestyle-Mail, wo da drunter steht so No Limits for me. Oder Leben ist da, um es zu leben, ne? Oder so. Ja. Nein, aber das ist wirklich mein Favorite-Shirt. Erinnert ein bisschen auch an GT3 RS, diese grünen Kombi. Hier ist dasselbe passiert wie in Drop Nummer 1, dass dieses Shirt konzipiert war als ein Shirt mit viel Tamtam und viel Action. Mhm. Und dann wieder in derselben Phase mit Kommentare lesen und gucken, wie Leute reagieren. Und das ist für uns sehr, sehr schwierig, weil es sind halt einfach 6 bis 7 Monate immer dazwischen. Mhm. Okay? Also es ist wirklich lange dazwischen. Ne? Man kann sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Ja, aber wir Sommer machen das und wir voller Winter. Wir sind jetzt im Sommer. Genau. Eigentlich fast fertig. Ja. Das ist und auch crazy. Autos und Themen, wie wir dort einbauen, von Autos, die es noch überhaupt gar nicht gibt. Du schickst mir Liste mit Autos, die ich auch noch nie gesehen habe, von dir. Genau. Nach dem Motto. Stimmt, Max weiß eigentlich schon mal sehr viel über jetzt, das haben wir jetzt aber erst gestartet, weil früher habe ich das so geheim gehalten, dass ich das eigentlich keinem groß gesagt habe. Aber das macht ja Sinn. Ja, in dem durch die 6 Monate, dass dann die Autos kommen und so. Und dass es dann auch sich irgendwo in den Klamotten wiederfindet, weißt du? Weil wir haben es ja auch schon mal gehabt, dass dann Autos vorkamen. Und das Auto ist aber schon lange fertig umgebaut und es ist alles schon durch, ne? Ja. Genau, auf jeden Fall hier war es so, dass ein Riesenthema hinten drauf war. Auch in Rot mit dem Blau. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, gib den Leuten einfach ein geiles, gewaschenes Shirt. Ne? Also nicht wie mehr als super basic. Mit dem Stick und dem Roten drauf. Und hinten ist nichts. Clean. Genau. Clean. Ein cleanes, cooles Shirt, was ursprünglich Baby, nicht ganz Babyblau startete. So ein Petrol-Babyblau. Und dann mit den Waschungen wird es halt nochmal. Sogar noch mit einem Motiv von einem Stratos und sowas. Im Schnee. Das war auch noch drauf. Ja, das war drauf. Also es war krass. Also da ist viel, viel mit passiert. Aber das ich finde es gut. Also, wenn's jetzt ich finde es jetzt. Sehr tragbar. Sehr tragbar, genau. Ja. The Legend. Ja. Ach, den kennt man doch so ein bisschen. Ganz perfekt, genau. Ja. Das ist ein Shirt, wo wir die meisten E-Mails zu kriegen. Da war das mit dem Schriftzug und rosa. Dann gab es das Shirt auch mit der Felge hinten drauf, so wie das bei dem Originalen war. Nur dann habe ich wieder gesagt, nee, weißt du was, ich glaube, das Shirt funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut ohne die Felge. Und machen es einfach in dem hellen Blauton, dass es nicht das identische Shirt ist. Ja. Das ist so eins, was ich so ein typisches Arbeitsshirt, wo ich also hier in der Firma zum Arbeiten trage, jetzt nicht Werkstatt. Aber finde ich super stilvoll, super klassisch. Ich finde auch das Schwarz ist das Beste dazu, weil wir haben ja auch andere Versionen gemacht, wo man das versucht auf ein farbiges zu machen. So ist schon cool. So ist halt auch einfach für alles kombinierbar, ne? Das passt einfach.
Mag ich auch sehr gerne. Gehen wir mal in die richtig abgefahrenen. Ich wollte sagen, jetzt geht es nämlich voll ab. Oh. Beliebteste Hoodie, schnellste ausverkaufte Hoodie seit langer Zeit, war der ohne Zipper. Jetzt haben wir aber die Farbkombination nochmal geändert und die Waschung auch nochmal geändert. Und das ist neu mit Zipper und halt jetzt als Zipper und nicht mehr als normaler Hoodie. Das heißt, jetzt all die, die zu spät waren bei dem letzten, können hier Sommergas geben. Und wir sind, glaube ich, nochmal an einer ganz neuen Kombination dran, habe ich gesehen in den Dateien. Ja, kann sein. Ich bin gar nicht mehr im Bilde. Wir haben schon so viel. Ja. Ich will nichts Falsches sagen. Doch, wir haben doch schon abgestimmt. Das kommt nochmal, das Thema. Aber dann sind alle Farben komplett anderes Farbthema auch. Ja. Entschuldigung. Nein, aber ich denke, da muss ich nicht viel zu erklären. Ja. Mit dem JP Performance an dem Reißverschluss dran. Hier ist zum Beispiel nicht der Kunststoff, sondern das ist der schwere Metallverschluss. Der passt besser zu dem Thema. Hier wäre Kunststoff, finde ich, das ist oldschoolig und kultig. Und da sind die Kunststoff-Zipper, finde ich, immer so ein bisschen beißend. Kennen die Leute den neuen Zipper schon? Weil der ja schon eigentlich so ein schönes Detail auch hat. Ach stimmt, die Rückseite. Nee, den kennt ihr noch gar nicht. Ja? Also der ist hinten so einer Felge drauf. Also echt ein schönes Detail, cool. Was man so ein bisschen übersieht. Und da gab es auch 6 verschiedene. Es gab eine Felge. Es gab noch komplett andere Formen, es gab einen anderen Aufbau. Nee, aber hinten drauf. Also Formen gab es auch nochmal ganz viele. Es gab Profil, es gab Felge. Einige, also es gab wirklich viele noch. Aber es ist schon wieder lang her auch. Ist auch schwer. Ist wirklich krass. Ja. Erstes Lucky-Ding, ne? Weiß nicht, ob das ist das Ding. Aber auf jeden Fall Lucky-Ding. Krass. Das ist ungewaschen. Hier haben wir was Neues und zwar Druck. Da drüber teilweise Stick. Siehst du das? Mhm. Und der Detailgrad von dem Stick ist wirklich heftig. Und du siehst, wie dünn das ist? Weil du denkst ja, es wäre Druck. Jo. Aber das ist Stick. Und hinten drauf haben wir das Auto aus dem Museum, den Formel-1-Wagen von Nick Heidfeld, in Teilen. Krasses Bild. Ne? Und deswegen haben wir auch die Fotos gemacht an dem Auto im Museum. Das ist auch krass, aber du spürst halt wirklich die künstlerische Ader von Luki sehr, sehr stark. Und dass er nicht so zwingend aus diesem Automotiv-Thema kommt. Er baut Teile um zu was Künstlerischem. Ja. Das ist wirklich krass bei ihm. Das ist echt cool. Ne? Er macht das zu einem Bild. Und wenn du jetzt zum Beispiel ihn vielleicht fragen würdest, was ist das denn? Sagt er, Bremse oder so. Also das ist süß und das ist auch schön zu sehen. Das finde ich auch wichtig für uns als Firma, als Weiterentwicklung. Ja, also seit er da ist, machen wir auch irgendwann andere Dinge. Genau, weil Max ist ganz klar im Automobilsektor. Der weiß ganz genau, was da ist. Der weiß Alitalia, der weiß diese ganzen einzelnen Dinger. Wohingegen Luki baut aus der Fashion hieraus. Mhm. Und das finde ich ganz schön. Das finde ich auch hier ganz schön zu sehen, dass es da in eine neue Richtung geht. Weil du spürst, das Teil ist anders. Aber es ist JP Performance. Geil. Die 70s sind weg. Ja, Mann. Auch Luki, auch krass. Ja. Weil auch wieder ganz andere Richtung. Ja. Aber das hatte ich ihm so ein bisschen vorgegeben. Ne? Da hatte ich ja Bilder reingeschickt. Ich fühle das ganz krass. Mich erinnert sowas so an Foxy Brown, so diese 60s, so wo diese ersten Filme von schwarzen Leuten, die rausgebracht wurden, wo farbige Superhelden erfunden wurden, weißt du? Mhm. Das sind ganz kultige, billig produzierte, abgefahrene Filme. Und diese Cover waren immer so. Das sah so aus. Ja. Und deswegen auch den Hoodie Brown, Foxy Brown. Und ich finde, das sieht super cool aus. Es ist super geil vom Look her und war für mich so eine persönliche Sache. Ich fand es einfach... Und ich glaube, es ist unser erster brauner Sip. Ja. So. Ja, also zumindest seit wir das auch machen, auf jeden Fall. So richtig. Ich finde den sehr, sehr geil. Also ich finde ihn auch mega geil. Und ja, ich finde den super cool. Über den Zipper zu drücken, war sowas, auch was Neues. Richtig. Haben wir auch noch nicht. Ist auch immer ein riesen Affentanz. Weil du kannst künstlich in der Datei ein Distanzstück reinmachen oder du kämpfst mit deinem Hersteller, siehst du, dass er dir das so produziert, dass das hier wirklich dran setzt, egal wie es ist. Weil wenn ja jemand den Hoodie schon länger hat und es ist so, dann sieht er nicht braun, sondern es ist alles durchgedruckt, siehst du das? Jo. Das ist so naht. Und das sind so Details, die es für mich ausmachen, weil wenn ich ihn länger habe und der hängt dann so auf 8:30 und hier guckt wieder braun durch, nicht so geil. Mhm. Und das muss richtig schön juicy, muss der Farbton da drauf knallen. Voll geil. Finde ich auch so geil. Mega. Machen wir ein Shirt? Ja. Das will ich haben. Ja? Ja. Ist auch genau deine Farbgebung. Ja, ja. Ich bin momentan voll auf diesem beige-braunen Trip. So. Sandig. Sandig. Gab es auf 8 oder 12 verschiedenen Varianten. Das war ein Riesenkampf, Riesendiskussion hier auch bei uns. Erkennst du, was es ist denn? Ich weiß
eine Straße. Ja. Ja. Brücke ist eine Brücke. Genau. Genau, geil, geil, geil. Okay, ja, schon mal. Ja, doch, genau, das sind Brücken, die von rechts nach links gehen und übereinander sind und halt wieder sehr künstlerisch. Was bedeutet, es ist von? Von Lucky. Im Ursprung tatsächlich. Wir haben da wirklich Symbiose betrieben tatsächlich. Mal. Ja. Sehr ja, krass. Cool. Aber ist echt voll gut. Genau. Und halt wieder das Grün mit dem Braun ist bei diesem Teil so ein Experiment, wo wir dann einfach, weil es gab sehr viele Varianten mit diesen Farben wirklich, auch. Ja. Und ich glaube, das war auch dann am Ende meine Entscheidung, ne? Mit dem Grün. Weil ich wollte was machen, wo, wie bei den Autos manchmal, dass du denkst, ah, was für eine Farbkombi. So, es wächst an. Aber schon geil. Ne? Genau, und das wächst so, diese Farbkombination. Und das, dass du was hast, was besonders ist. Weil dieses Kombinieren von klassischen Farbtönen ist gut, auf jeden Fall, aber es Daily Business. Und das ist auch nicht typisch weiß. Also wahrscheinlich kommt es auf Kamera wieder ganz krass weiß rüber, aber es ist gar nicht so typisch weiß. Nee, es ist ein vanilliges. Ja, ja, so. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr specialiges. Ich mag das. Ein Teil haben wir noch. Ein Teil haben wir noch? Oh, ja, genau. Ja, das wo ist das geil. Auch mit dem Stick ist, genau. So. Einer der größten Stick, die wir bis jetzt gemacht haben. Auf jeden Fall. Denn die ganze Karre, die ganze Front hier, geh mit der Hand drüber. Boah, krass. Genau, das ist echt krass. Über die ganze Fläche hier den Wagen drauf gemacht und da waren auch Diskussionen zum Thema Größe. Mhm. Da haben wir uns dann doch geeinigt auf die etwas größere Variante, ja. Weil den gab es auch mal so, ne? Bisschen sehr klein. Es wird auch irgendwann krass schwierig mit den Details, weil die Details ja echt arg sind. Also ja. Gerade für einen Stick ist das schon wirklich krass. Siehst auch du die Farbintensität. Guck mal hier so die Front und die Scheinwerfer und das Logo. Und eine Sache noch. Bevor Leute schreiben, sage ich es gleich. Das No Limit hier ist bewusst ein No Limit und kein No Limits. Das habe ich bewusst weggelassen. Das hat, tatsächlich ist kein Fehler. Es war wirklich die Intention, dass das nämlich bündig ist. Ah. Weil ästhetisch ist es halt schöner, wenn es gleich läuft hier. Die beiden. You know? Ja. So, dann hierzu nochmal Farbton sind wir gerade, bin ich mit Marvin gerade am diskutieren, ob wir das nicht mal benutzen bei einem anderen Teil. Mhm. Hast du ja gesehen, genau, wo wir gerade diskutieren. Aber ein bisschen schwerer, dunkler, weil ich kann mir vorstellen, wenn dann der Kunststoff, ne? Ja, reden gleich. Machen wir. Lila finde ich immer noch sehr, sehr stark. Ich finde es überhaupt nicht feminin, ich finde es absolut maskulin. Ich weiß auch nicht, warum ich das so sehe, aber ich finde es... Bin ich aber auch der Meinung. Voll. Warum? Also, und auch hier nochmal als Detail, gelb. Genau, stimmt. So. Die wurde auch extra gemacht. Ja. Auch bei Drop 2 gibt es eine kleine Planänderung. Und zwar haben wir uns entschieden, dass drei Teile mit dazukommen. Hau mal raus. Dick mit dem ersten Teil. Auch den Hoodie habe ich schon sehr, sehr viel getragen. In Videos. Ich weiß nicht mal gerade, welcher das ist. Aber ich bin natürlich gespannt. Ja, okay, doch. Ich weiß es. Der ist cool. Doch, mit dem warst du jetzt ganz unterwegs. Genau, mit dem war ich unterwegs. Mit den habe ich auch in Kalifornien relativ viel getragen. Passt auch farblich. Ja. Und ein California-Thema. Finde ich auch. Und wenn ich sowas auch so dann schon so bewusst mitnehme, ist es einfach, weil es einer meiner Lieblings-Hoodies ist. Weil einfach, das ist so bossy cool. Und auch da habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Oh krass, vor allem viele Mädels. Krass, ich würde den auch haben. Ist ja schon wieder ausverkauft. Und dann, ich antworte ja nicht. Aber dann so, habe ich mir gedacht, nee, die werden sich noch freuen. Also jetzt ist der Hoodie online. Dann kommt was. Wieder so eine Detailsache. Das sind zwei verschiedene Blautöne. Das ist ja fast ein lila Ton. Mhm. Ein ganz, ganz, ganz weicher oben. Setzt sich halt zusammen aus dem Motiv, was dann auch nochmal kommt quasi hin. Genau. Was auch wahrscheinlich das coolste Motiv ist, das ich je irgendwo gefunden habe. Also das ist tatsächlich passiert. Die Jungs sind mit dem Teil Treppen runtergeballert. In Rom, glaube ich, ne? Oder ich weiß nicht, es müsste bei der Afrika-Rallye noch gewesen sein. Okay. Aber also wenn du allein die Dudes anguckst, wie die so selbstverständlich hinnehmen, dass er die Treppen da runterballert, ist einfach nur geil. Schon krass. Aber dann finde ich auch wieder von dir sehr geil, dass du das Bild einfach gedoppelt hast. Ne? Dass es einfach vorne, hinten, also genau gespiegelt und dann das JP Performance aber trotzdem gerade dazwischen ist. Schon. Ne? Finde ich smart. Smartes Bild. Also muss ich wirklich sagen, in Verbindung mit dem Hoodie, für mich auch eins der Top-Teile. Cooles Motiv, ich mag das. Top-Teile. Der sollte halt, wie gesagt, auch separat kommen, aber das machen wir jetzt nicht, sondern der kommt mit in die Rutsche rein. Genau, dann so, haben wir den L-blauen Kollege. Genau, das ist der Hoodie passend zum RWB, weil er einfach das Farbthema nochmal aufgreift. Auf die Idee kamen wir auch so ein bisschen. Der Adrian hat den rübergefahren zum Museum und ich habe den mal wirklich fahren sehen, den RWB mit den Farben. Und was so ein bisschen Folie ausmacht, weil das Auto war vorher blau. Ja. Und dann war der auch schick. Aber diese paar Streifen auf dem Auto, finde ich, sind jetzt lauter als das Auto. Der Look und auch an, ne, die ganzen kleinen Aufkleber. Das ist auch sehr motorsportlich, wenn du ihn so siehst. Weil vorher war er so
vorher war ein einfach edles, schönes Auto. Genau, jetzt ist er nicht mehr edel. Nee, jetzt ist er racy. Genau, und deswegen den Hoodie. Das Bild finde ich auch sehr cool, auch wieder nicht zu krass, weil wir hätten ihn ja auch einfach zeigen können. Und so ist es stilistisch ein bisschen ruhiger und nicht ganz so in die Fresse. Und blau ist eh momentan sehr im Trend. Und so die abgenähten Sachen, finde ich, geben dem ein bisschen Oldschool-Flavor. Und auch wertig. Ja. So, letztes Teil. Vorletztes Teil. Eins der am stärksten gewaschenen schwarzen Produkte. Also der ist eigentlich schwarz, sieht aber grau aus, weil er schon so gewaschen ist. Genau, also der Warum wäschst du denn so oft, Max? Ach du, dann wird das schon zart und so. Also wenn du hier siehst du, wo die Basis herkommt. Ne? Das ist krass. Das ist eigentlich ein schwarzes Produkt, aber durch das Acid und durch die ganzen verschiedenen Waschschritte hast du halt diesen Grauschlier da drauf, grau-braun fast. So eine Struktur oder so eine Textur fast schon. Genau, und das macht das auch sehr, sehr lebendig. Hier haben wir dann, wie gesagt, wieder einen Metallzipper und nicht Kunststoff. Wegen diesem roughen Oldschool-Look. Weil wenn du jetzt hier zum Beispiel einen Kunststoff reinmachen würdest, würde der Kunststoff-Zipper das kaputt machen, weil der einfach zu klar im Farbton ist. Und dieser Metall-Zipper hat wieder so ein bisschen Schattierung und so. Ja, genau. Und das gliedert sich schön ein. Dann hier, wo Maxi wieder ganz stolz auf ist. Hier. Ja, ich finde das ein geiles Detail. Boah, ist echt geiles Detail. Die Felge darunter. Und dann halt den McLaren drauf, der für mich, ich denke für uns beide, immer noch einer der schönsten Rennwagen ist, die es hier gab. Dieses Auto sieht einfach assi aus. Das ist so krass. Und das Thema kommt ja auch wieder, in 2023 kommt das Thema ja vor bei uns. Okay, ja. In einer anderen Form. Ja. Mit weniger Rädern. Genau, und auch hier war es so, der Hoodie war ganz anders mal im Zustand, weil der hatte mal hinten drauf riesengroß Motiv auch und sowas. Mhm. Auf euch gehört, das Dezentere, aber es ist trotzdem nicht zu dezent. Vorne den Wagen drauf und hinten ist er blank. Ne, weil es war hinten drauf. Ich glaube, was textlich ist. Ja, irgendwas weiß, Großes, ja, genau. So ein ganz. Aber so finde ich es auch echt cool. Ich finde es auch gut. Ich finde es sogar besser. So tragen, ne? Ich finde es tragbarer. Tragbarer, auf jeden Fall, ja. Ne? Und das ist ja das Wichtige momentan, auch dass wir sowas haben. Und jetzt kommen wir zu dem letzten. Und zwar das, was bei dem ersten Job auch dazu kam. Und zwar noch perfekt für den Winter. Genau, noch eine schwarze. In der ersten war ja die graue dabei. Mhm. Und mit einem Stitch vorne drauf. In momentan meine Lieblingsfarben. In Rot-Blau. Aber das finde ich aber auch ganz gut, dass sich das immer so widerspiegelt. Ja, ne? Das ist so eine Momentaufnahme quasi. Deswegen ist ja auch immer cool, wenn man die dann sieht, auch nach Zeit, die dann halt vergangen ist. Oh, she couldn't beg him to stay. You see, panicked and dead. Knew it was his, but he lied. He had a man girl. She was just a chick on his side. And now she's stuck with a baby. She only 20 and change. All the friends are in college. She feel alone and ashamed. She's trying to hold in the pain. Also, das kommt dazu. Und jetzt geht's weiter mit dem normalen Ende. After money for rent, she's scraping pennies to eat. Her mama out of the picture. Her dad will help when he can. He on and off of the bottle. He been through hell for the fam. She got a brother in jail, another brother that died. He had cancer at 12, it really fucked up her mind. See, they were kids at the time, but she ain't feel like a kid. Cause all the shit that she dealt with, it really didn't align. It's heavy stress for the rest of the week. Antidepressants to sleep, sadly just scratching the surface. Know that the rest of it's deep. Cold heart, cold heart. She was left with nothing but a cold heart. Stuck inside the house, couldn't go far. The movie ain't the same without a co-star. This chick is saying she pregnant, he trying to soak in the news. And he don't want to admit it, deep down he know that he wrong. Trying to run from the problem like he'll ignore it, it's gone. His dad is out of the picture, his mom is barely around. Different boyfriend a month, now she rarely in town. His role models ain't role models, the list of his goals is all materialistic. Won't do shit for the soul, no one to offer him guidance. Won't show emotion, just hide it. Got a bottle of liquor and marijuana's his diet. He got a cousin that's down south with room in a townhouse. Offered him work off the grid, he might bounce out. See, running is easy, accountability's hard. But it's all that he's ever known, he's really been scarred. Got decisions to make, but he ain't playing it that far. Put it all in the rear view as he packs up the car and dips. Cold heart, cold.